Wie war denn diese Woche hier an der Europameisterschaft so ohne Frauen? Also diese Woche war trotz ohne Frauen sehr positiv für uns. Wir haben ein gutes Klima in unserem Team und die Freunde hier in Österreich sind auch sehr, sehr nett zu uns. Also wir verstehen uns wirklich gut mit ihnen. Das ist ja super. Was sagst du so zum Format für diese Veranstaltung? Findest du das gut oder eher nicht so gut? Also sie haben ja zur letzten Europameisterschaft in Moskau einige Formalitäten geändert, dass die Medaillen in einem kurzen Finale, Halbfinale und Finale nochmal ausgespielt werden. Ist natürlich immer ein bisschen zwieschneidig zu sehen, aber ich finde es gut, dass der Vierte, der aus der Vorrunde da noch reingeht, auch noch eine Chance auf Gold hat. Also ist sehr, sehr positiv zu sehen.